Das ist eine wichtige Frage. Ja, wir haben eine ganze Menge von Szenarien. Das ist ja das, womit wir uns am Potsdam-Institut hauptsächlich beschäftigen. Langfristige Zukunftsszenarien zum Energiesektor. Wie muss der Energiesektor, der Energieverbrauch umgestellt werden? Wie muss die Landwirtschaft, Ernährungsverhalten umgestellt werden? Und es gibt eine ganze Reihe von Szenarien, mit denen wir zeigen können, dass die globale Erwärmung auf 2 Grad und auch auf 1,5 Grad begrenzt werden kann. Das Problem ist, es sind riesige Herausforderungen. Es gibt viele der Technologien, die nötig sind, aber es setzt natürlich Großflächeneinsatz von erneuerbaren Energieträgern voraus. Es setzt voraus radikale Verhaltensänderungen, zum Beispiel bei der Mobilität, zum Beispiel bei der Ernährung. Und die Frage ist eben, wie die Gesellschaften es organisieren können, dass diese Einsicht auf breite Zustimmung stößt und wie dann die nötigen Maßnahmen möglichst schnell in die Breite gebracht werden können. Also theoretisch ist das möglich, technologisch ist es möglich, aber es braucht aus meiner Sicht eben die Kombination aus stringenten ordnungspolitischen Maßnahmen, also Emissionshandel, Emissionsbepreisung und zusätzlich jede Menge Aufklärung, Ausbildung, Erziehung und natürlich Beispiele, also auch Beispiele, wo es klappt. Und es gibt für alle diese Elemente Pilotprojekte und auch Beispiele, wo das im kleinen Rahmen schon funktioniert. Die Herausforderung ist, das hochzuskalieren und in die breite Masse, in die breite Fläche zu bringen. Ich glaube, gerade Deutschland als hochentwickeltes, sehr wohlhabendes Industrieland, sehr, sehr weit entwickeltes Industrieland, auch noch in einer sehr günstigen Klimazone liegen, kann eine sehr wichtige Vorbildfunktion haben, indem wir hier neue Verhaltensmuster, neue Technologien ausprobieren, weiterentwickeln. Weil wenn wir zeigen können, dass eine Industrienation wie Deutschland es möglich macht, weiterhin technologisch hochwertig zu produzieren, Industriestandort zu bleiben, aber das gleichzeitig vom Primärenergieverbrauch abzukoppeln und auf erneuerbare Energien umzustellen, wenn wir das zeigen können und die Energiewende, die wir bis jetzt schon gesehen haben, die zeigt ja, dass viel möglich ist. In 2018 lag der Anteil der Erneuerbaren in der Stromproduktion bei ungefähr 40%. Also da ist schon ganz viel passiert und wenn wir dieses Beispiel setzen können, werden viele Länder beobachten das mit großem Interesse, viele große Länder, China beobachtet das mit großem Interesse. Ich glaube, da werden sich viele andere Länder auch das als Vorbild nehmen und dem auch folgen dann.